Sie ist Zukunft und Vergangenheit. Sie ist Anfang und Ende. Sie ist immer da und niemals. Es geht um die Liebe zwischen zwei jungen Menschen in einer kleinen Hafenstadt in Südchina. In Rivers of Babylon werden die verschiedensten Facetten des Lebens aufgezeigt. Es geht um Liebe, Träume und Wiedergeburt. Ich selber habe alleine bei den Dreharbeiten viele neue Erfahrungen über das Leben und die Liebe sammeln können. Mit seinen starken, naturgewaltigen Bildern wusste der chinesische Kunstfilm Rivers of Babylon in dem Kurzfilmwettbewerb der diesjährigen Berlinale zu überzeugen. Das unvorstellbar große Interesse der Menschen hat mich sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Kunstfilme so beliebt sind. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass unser Film angenommen wurde und es nur gute Kritiken gab. Ich bin auch insgesamt sehr begeistert von der Kunst und Kultur, die Berlin zu bieten hat. Beispielgebend für diesen Kunst- und Kulturreichtum Berlins sind Jürgen Noack und Must Ming mit ihrer Szenegalerie Avantgarde, die am Abend des 14. Februar die Hauptverantwortlichen der Kurzfilmproduktion in ihrem Ausstellungsraum in der Neulendorfstraße entsprechend würdigten. Neben der Regisseurin Su Yan, dem Produzenten Wang Xing und dem aufstrebenden Schauspieler Adrian Heung war auch die Hauptdarstellerin Huang Huan erleichtert und zufrieden. Ich bin sehr glücklich und freue mich, heute hier zu sein. Ich habe in den letzten Tagen viel über Europa und die Menschen hier gelernt. Die Besonderheit des Kurzfilmes liegt neben den ausdrucksstarken Bildern auch in der Entstehung, die durch ständige Veränderungen geprägt wurde. Der Film sollte laut Drehbuch insgesamt eigentlich sehr sonnig sein. Nach der Fertigstellung traf jedoch ein Taifun die Hafenstadt, woraufhin das Drehbuch entsprechend umgeschrieben wurde. Perfekt abgerundet wurde der völkerverbindende Abend in der Szenegalerie durch die aktuelle Ausstellung der Werke zweier internationaler Künstler. Zurzeit haben wir eine Ausstellung mit zwei Londoner Künstlern. Einmal ein Fotograf mit gemischt Technik, die andere ist auch mit gemischt Technik als abstrakt Malerei. Ja. Die Ausstellung läuft bis zum Ende Februar, dann kam die nächste Ausstellung im 1. März. Und in dieser neuen Ausstellung werden unter dem Motto Entdeckungen die Arbeiten von Christa Beetz und Alessandra Carlo aus Italien präsentiert. Zu diesem Zeitpunkt sind Huang Huan, Su Yan, Wang Xin und Adrian Heung wohl schon wieder in China und drücken den nächsten Filmproduktionen ihren ganz persönlichen, stilvollen und erfolgreichen Stempel auf.